Herzlich willkommen zurück zu Runaway, a Road Adventure. Ja, wir sind unterwegs mit Brian hier in der Wüste. Ja, wir stehen vor diesem komischen Apparat mit Joshua. Der Apparat ist kaputt, wir sollen den reparieren, richtig? Wahrscheinlich meint er dieses Teil, was hier so runterliegt und das ist ja abgerissen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwie ein Kabel oder so suchen müssen, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen ratlos. Mal schauen. Ich habe leider noch nicht, also ich konnte die Kommentare noch nicht lesen, weil ich dieses Video noch vorproduziere. Sorry deswegen. Also denkt nicht, dass ich es ignoriere oder so, aber das hier kommt vorher. Ich stehe aber ein bisschen hier auf dem Schlauch, weil ich tatsächlich nichts so weit gefunden habe, was ich hier sonst noch mitnehmen kann. Das habe ich mir auch alles angeschaut, ne, beim letzten Mal. Ja, das passt schon. Gehen wir erstmal weg. Ich muss mir noch mal einen Überblick beschaffen. Fangen wir von unten nochmal an, ob ich auch wirklich nichts übersehen habe. Ne? Also wir wollen ja ganz gründlich alles machen und besser zweimal alles abchecken, bevor ich irgendwas übersehe. Ne? Also was das betrifft. Hier scheint es erstmal soweit nichts zu sein. Was ist hier? Das Loch. Oh, in das Gina gestürzt ist. Verdammt. Zuerst habe ich Gina aus dem Krankenhaus gerettet und danach aus den Händen der Killer. Nur damit sie am Ende das Leben auf so eine absurde Art und Weise verliert. Wie wahr, wie wahr. Das kam sehr unerwartet. Unmöglich. Obwohl hier eine Leiter ist, sind die meisten Stufen kaputt. Kann man nicht irgendwie was anderes ausprobieren? Vielleicht finde ich ja noch eine Leiter oder wir basteln uns noch eine. Ich will es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist durch einen riesigen Felsen versperrt, den man vor den Eingang gerollt hat. Okay. Wartet mal, ich muss wieder ein bisschen die Lautstärke höher drehen. So, ein bisschen nur. Gut. Hier sonst soweit nichts. Ne? Hier ist nur das Bergwerk. Ich vermute, dass man sie benutzt hat, um das Werkzeug für die Bergleute zu deponieren. Aber jetzt ist sie leer. Eine leere Kiste. Ich glaube nicht, dass ich sie für irgendetwas benutzen kann. Außerdem ist sie viel zu groß, um sie herumzuschleppen. Na gut. Ich wollte nur fragen. Steine oder so können wir hier nicht sammeln. Gut, dann kann ich wirklich guten Gewissens sagen, das Bergwerk erstmal finde ich da nichts. Das ist Doritas Haus. Eigentlich haben wir hier doch auch schon alles durchsucht, oder? Ich muss nur einmal gucken, das hatten wir uns angeschaut, das Ding, das konnte man nicht anklicken. Was ist das hier? Hatte ich das schon? Er ist wirklich außergewöhnlich. Er hat ein Loch in der Mitte, wie bei einem Kranzkuchen. Okay. Ist gut. Oh. Er gefällt mir. Jeder würde sagen, dass er ein Kunstwerk ist und nicht ein einfacher Stein, den man irgendwo auf dem Boden gefunden hat. Na, ich weiß ja nicht, der sieht komisch aus. Den Brunnen hatte ich mir angeschaut. Den Eimer konnte man nicht anwählen, ne? Okay, und dann hatten wir nur diesen einen Typen hier. Dann so das Schild. Hier haben wir ja auch schon was gefunden gehabt. Also da gab es, glaube ich, jetzt auch nicht so weit, oder? Kann ich hier irgendwas... Nee, okay, gut. Nee, das hätten wir... Beim Krater waren wir schon, also bleibt dann nur noch hier. Achso, ja. Hier waren wir ja auch so weit. Da habe ich das Holz reingemacht. Im Schornstein. Einlass des Wassertanks. Aber ich habe noch gar kein Wasser. Pfeife. Also ich habe schon verstanden, dass wir wahrscheinlich hier noch was machen müssen. Aber ich habe noch nicht die Sachen dafür. Dann haben wir hier in der Bank mit dem Wasser... Ach, Wassereimer, mit dem Farbeimer, ne? Da weiß ich halt nicht, was wir damit groß machen sollen. Zweifellos ist das der Farbeimer, den ich mit dem Katapult abgeschossen habe. Aber wir haben doch einen Stempel, ne? Müsste das nicht damit funktionieren? Ich weiß nicht. Nee, will er nicht. Habe ich das nicht schon mal probiert? Weiß ich nicht. Schleifklotz. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Vielleicht Öl? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich teste nur aus und mit dem Stein... Das hätte wenig Sinn.
Ich weiß ja nicht, vielleicht hätten wir den färben können. Oder das Gefäß. Das hätte wenig Sinn. Das hätten wir restaurieren können. Also ich war mir mit dem Stempel ja schon ganz sicher. Na gut, da dann nicht. Ich hab's versucht. Ich wette, das war der Tisch von J.T. Douglas. Hat sich eigentlich hier irgendwas getan? Ich sehe nichts von Interesse. Weil ich weiß auch nicht, stand hier irgendwas vorher? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, ne? Ob sich jetzt irgendwas verändert hat, seitdem das mit dem Farbeimer passiert ist. Wir haben hier nur den Tisch. Aber sonst? Das Sofa. Hier das Loch hatten wir noch. Es fehlt ein Stück vom Boden. Irgendein schweres Objekt muss das Loch verursacht haben. Da fällt mir jetzt auch nichts ein zu, ne? Gehen wir raus. Okay. Das wird heute wieder so vielversprechend. Also Bank war jetzt nichts, ne? Dann hätten wir hier den Schnapsladen. Unmöglich. Man müsste... Stimmt, da ging es gar nicht hin. Dann hatten wir hier das Sheriffsbüro. Da bin ich aber auch schon mehrmals durchgegangen, ne? Da ging das auch nicht. Da war die Pinnwand. Einfach nur so ein Zeugs. Hier dann das mit der Zelle. Aber der Schlüssel davon funktioniert nicht für die Zelle. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Na gut. Okay. Hier im Hotel gibt es nur Sushi. Und dann haben wir ja noch den Salon. Da haben wir diese komische Pferdetränke. Aber ich glaube jetzt nicht, können wir das düngen oder so? Das halte ich für keine gute Idee. Okay, weiß ja nicht, ob wir vielleicht noch da was einpflanzen müssen, ne? Könnte ja auch sein. In diesem komischen Stein weiß ich auch nicht, was ich das machen soll. Aber vielleicht kann ich denen ja hier Saturn geben. Weil, der ist doch Künstler und so. Hier, so weit war nichts. Hier haben wir ja auch schon was gefunden gehabt. Hier ist nur diese Gießkanne. Nein, ich mag Blumen auch, aber jetzt habe ich keine Zeit zum Blumengießen. Das wollte er nicht mitnehmen, ne? Dann hatten wir hier nur den Bonsai. Kammer? Sehen wir mal, was wir da drinnen finden. Hatte ich das schon? Das ist eine Art Lagerraum, voll mit Werkzeug für die Gartenarbeit. Okay. Samen, chemische Produkte, halt der übliche Kram. Können wir denn was mitnehmen? Habe ich es letztes Mal echt übersehen? Mal sehen. Ja, die Schere hab's übersehen. Könnte uns noch nützlich sein. Und ich weiß, wofür wir die Schere brauchen. Wir haben doch dieses eine Holz, glaube ich, ne, das gelagert wurde... Was zugeschnürt ist. Das können wir doch aufschneiden, oder nicht? Aber ich will erstmal hier erstmal noch gucken, dass ich das vollständig habe. Hier hatten wir alles. Da habe ich den Farbeimer umgedingstert. Dann haben wir diese komische Skulptur. Und ich versuche mal, ihm das zu geben. Bitteschön. Nein, das ist meiner. Der gefällt mir selbst. Na, aber hallo, Brian. Warum bist du so? Na gut, ich will erstmal ausprobieren, ob das funktioniert mit dem, wie ich mir das gedacht habe, mit der Schere. Das war nämlich das hier, ne? Hier, trenne Riemen mit der Rosenschere ab. Ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie im Kopf, dass da Holz drin war, aber ist gar kein Holz. Das Holz haben wir ja schon weggebracht. Naja. Aber wenigstens habe ich verstanden, dass das hier ja war. Das wusste ich noch. Mit Einverstanden. Riemen. Ich werde ihn direkt am Eisenbogen abschneiden. So kann ich ihn fast ganz mitnehmen. Ach so, wir nehmen den Riemen mit? Ich dachte, vielleicht können wir da bei der Karre er was rausholen. Er muss zwischen 6 und 8 Meter lang sein. Ich kann ihn bestimmt noch brauchen. Er ist recht lang und stabil. Der lässt sich bestimmt gut verwenden. Er ist recht lang... Okay, warte mal. Das bringt nichts. Ich teste nur. Das halte nur. Ich für keine gute Idee. Weil ich überlege die ganze Zeit. Was soll ich denn damit?
Weil wir müssen ja noch die eine Maschine reparieren. Das bringt nichts. Ich laufe da gleich einmal hin und probiere alle Sachen. Warum sollte ich den Riemen zusammenheften? Weiß ich doch nicht. Das bringt nichts. Das wäre unklug. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das wäre unklug. Warum sollte ich das tun? Okay, es hat nicht funktioniert. Gut, wir gehen aber jetzt nochmal zu dem hin und versuchen einfach die Sachen aus. Weil das ist ja auch ein Punkt, den wir nicht geschafft haben. Die Maschine zu reparieren. Gehen wir also in Bernstein? Das bringt nichts. Manchmal sind es ja die kuriosesten Dinge, die hier gebraucht werden. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Auch nicht, okay. Das bringt nichts. Und Heftklammer auch nicht? Davon halte ich nichts. Das hätte ein bisschen schleifen? Auch nicht? Warte mal, könnte man das hier schleifen? Den Stein polieren? Ja. Im Moment habe ich wirklich Wichtigeres zu tun. Na gut. Ich wollte es nur ausprobieren. Das hätte wenig Sinn. Man weiß ja nie. Das hätte wenig Sinn. Warte mal, können wir denn das Ding polieren? Nein. Kurz und schmerzlos. Nein. Okay. Das bringt nichts. Ölen kann man das auch nicht. Davon halte ich. Ach so, das hatten wir schon, ne? Ups, ich mache schon doppelt und dreifach. Das bringt nichts. Och Mensch, meine letzten Hoffnungsschimmer. Oder muss ich das vielleicht ihm geben? Ja, ich glaube, das könnte klappen. Echt jetzt? Aber vorher muss ich beide Enden des Riemens miteinander verbinden. Hä, aber das wollte er doch gar nicht. Das hatten wir doch hier prima. Versucht. Mit der Heftmaschine kann ich die Enden des Riemens verbinden. Das zur Thematik, man muss immer irgendeine Voraussetzung vorher darin, erfüllen. Aber es müsste halten. Perfekt, dann gehen wir mal den Riemen. Joshua? Der ist so ein bisschen neben der Spur, ne, der Junge? Ja? Ich habe eine Idee, wie wir deine Kontaktmaschine zum Laufen bringen. Im Ernst? Das ist genial! Erklär mir deine Idee, Junge. Also, ich habe daran gedacht, einen Riemen zwischen dem Hinterrad des Motorrads und dem Laufrad deiner Maschine anzubringen. Dann starten wir das Motorrad und legen einen Gang ein. Sobald sich das Rad dreht, wird es den Riemen in Bewegung setzen und... Ja, ich habe verstanden. Eine gute Idee, mein Junge. Am Ende bist du doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Oh. Aber sag mir eines. Hast du einen Riemen? Wie? Ach so. Klar habe ich einen. Du wirst ihn doch anbringen, nicht wahr? Ja, das ist meine Sache. Du musst den Riemen nur neben dem Motorrad liegen lassen. In 5 Minuten bin ich dabei. Ich habe nur gerade eine telepathische Nachricht aus Trantor bekommen und möchte sie entziffern, bevor ich sie wieder vergesse. Okay. Gut, wie du willst. Aber beeil dich bitte. Na gut. So, jetzt ist er beschäftigt. Huch. Schon fertig? Hoffentlich nimmt sich Joshua nicht zu viel Zeit. Ich möchte gern sehen, ob meine Idee funktioniert. Okay, also ist er jetzt erstmal beschäftigt, ja? Und was machen wir derweil? Wenn wir überlegen. Was wollte ich sonst machen? Was ist das? Achso, die Option. Können wir vielleicht mit Sushi noch mal reden? Vielleicht hat sie ja noch irgendwelche neuen Erkenntnisse für uns. Hallo Sushi. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin noch dabei. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Bangte so auch. Das auch und... Okay. Ich werde weitersuchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Bis bald. Und viel Glück. Okay, bei ihr kommen wir da erstmal nicht weiter, aber vielleicht können wir mit Saturn sprechen. So. Vielleicht hat er ja was Neues zu erzählen für uns. Hey, Saturn. Was? Was? Voll genervt. Das hatten wir, glaube ich, schon. Das auch. Das auch. Ich möchte dich um etwas bitten. Mein Freund. Um was denn? Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht. Diese riesigen Steine, die du für deine Skulpturen benutzt. Mich interessiert da noch etwas. Machen wir erstmal das Erste. Diese riesigen Steine. Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Wie schaffst du es, sie hier hochzubekommen? Ah. Hast du eine Art beweglichen Kran oder etwas Vergleichbares? Nein, es ist viel einfacher. Oscar, der Lehrling von Mama Dorita, hilft mir. Er ist enorm kräftig und kann Steine von mehreren hundert Kilo Gewicht allein heben.
Dafür gebe ich ihm wiederum Mentholkautabak, den Rutger für mich macht. Der Hühne schwärmt nämlich für Kautabak, weißt du? Also Rutger macht den Kautabak, gibt ihn Saturn und Saturn gibt ihn wiederum an diesen einen Typen, ne? Wenn er so stark ist, kann er nicht theoretisch diesen heftigen Stein vom Bergwerk wegmachen? Ist nur so ein Gedanke. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Darf ich nicht vergessen. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Warte, ich will die zweite Möglichkeit noch hören. Hey, Saturn. Was? Hier? Mein Freund. Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht... Hier, mich interessiert da noch etwas. Mich interessiert da noch etwas. Ja? Ach so. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Also es ging nur um die eine Info. Aber es ist eine sehr wichtige Info, ne? Na gut. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas schleifen oder irgendwas damit machen? Ich glaube nicht, ne? Hier haben wir ja auch schon was gefunden. Es ist eine kleine Stadt. Eine einzige breite Straße mit Gebäuden auf beiden Seiten. Und hier und da eine Gasse zwischen den Gebäuden. Na gut. Gehen wir zurück? Schauen wir mal, ob jetzt soweit der Herr fertig ist mit der Maschine. So, zack. Ansonsten gehen wir nochmal bei dem... zu dem einen Typen. Warte mal, wo war das so? Zum Krater. Ach, Mann. Ich sehe, dass Joshua den Riemen noch nicht angebracht hat. Auf dem Motorrad. Ne? Ich rede mit ihm. Wieso nicht? Joshua? Ja? Warum hast du den Riemen noch nicht angebracht? Sieh mal, da wäre ein kleines Problem. Ich kann den Riemen nicht anbringen, ohne das Rad des Motorrads abzumontieren. Logisch, oder? Ich konnte das Rad aber nicht abmontieren, weil ich dafür einen Zehnerschlüssel brauche. Aber keinen habe. Verdammt nochmal. Na toll. Schon klar. Jetzt merke ich erst, was für ein Dummkopf ich gewesen bin. Ich hätte die Enden des Riemens nicht miteinander verbinden sollen, ohne ihn vorher um das Rad gelegt zu haben. Das Schlimmste ist, dass ich den Riemen nicht aufschneiden kann, um ihn später wieder mit den Klammern zu verbinden. Ich glaube, er wäre dann zu klein. Außerdem habe ich keine Klammern mehr. Joshua, mach dir keine Sorgen. Ich besorge dir einen Zehnerschlüssel und bring ihn dir. Abgemacht. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Okay. Na gut. Mit dem Zehnerschlüssel haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder in der Gerätekammer, würde ich jetzt sagen. Oder halt bei Saturn doch auch, oder nicht? Weil der hat doch auch diese Werkzeuge an der Wand. Gucken wir erstmal hier rein. Ob er vielleicht jetzt dort irgendwas nochmal findet?